Servus, grüßt euch. Heute schauen wir uns nochmal den Innenausbau der Sauna im Detail an. Also, hier wurden 4x6er Latten verbaut. Vom Abachi-Holz sind es 7 Latten mit 180 cm und 7 Latten mit 160 cm. Die Latten mussten leicht gekürzt werden, aber waren schon vom Idealmaß her perfekt. Genau, wie gesagt, in der Unterkonstruktion, man sieht es in der Thematik bei der Dämmung, entsprechend habe ich auch schon Balken waagerecht eingebracht, mit denen ich dann die Innenbalken entsprechend verschrauben konnte, sodass die Konstruktion bereits jetzt, wie man es hier gut sieht, an der Wand hält. Und in dem nächsten Schritt geht es einfach darum, Stück für Stück die Trägerbalken anzubauen, das heißt die Bankbreiten zu bestimmen. Und da bieten sich je nach Bedürfnissen und Wünschen entsprechende Lattenabstände an, also zwischen den Abachi-Holzlatten, die ihr nutzen könnt. Ich habe an der Stelle immer 2 cm genommen, aber das ist natürlich flexibel. Genau, jetzt ging es erstmal darum, natürlich auch im Wasser darauf zu achten, dass die Bänke entsprechend sind. Hier nochmal, sieht man gerade die 3 Träger für die Unterkonstruktion an der Stelle. Und auch hier kommt noch eine niedrigere Bank dazu. Diese Bank unten hat ungefähr eine Länge von 1,80. Und auf diese Bank werden dann auch die Latten montiert. Ich habe zur Sicherheit trotzdem nochmal diese senkrechten Streben eingebaut an die Bank, um sie nach vorne abzustützen und gleichzeitig als Füße für die vordere untere Bank, die man hier schon im Bild sieht, die sich da entwickelt, um dann auch dort die Latten entsprechend aufzubringen. Die Latten habe ich entsprechend festgeschraubt oder die Unterkonstruktion habe ich festgeschraubt und dann entsprechend Latten auf diese Konstruktion aufgebracht. Was fantastisch ist, dass sich das Abachi-Holz sehr gut schleifen lässt. Und insofern könnt ihr auch Stöße sehr, sehr leicht realisieren zwischen den einzelnen Banklatten. Dann die Banklatten mit einer Schraubzwinge oder ähnlichem festhalten. Ich habe einfach den Koffer meines Akkuschraubers oben drauf gestellt, die Latten von unten entsprechend fixieren. Bei der Schraubenlänge natürlich darauf achten, wenn es 2er Latten sind, dass ihr mit der Unterkonstruktion 6 cm auf 7 cm Schrauben als Beispiel kommt. Und mit den Resthölzern habe ich diese Rückenlehnen gefertigt. Das ist immer 2 kleine Stücke von hinten drauf geschraubt und dann in der Mitte mit einer Schraube entsprechend fixiert, dass man einfach noch eine Möglichkeit hat, sich rückwärts anzulehnen.